Nuya und Haranir. Und hallo alle miteinander. Ich weiß, ich habe schon extrem lang kein Let's Play Video mehr aufgenommen. Und als ich heute in mein Postfach geschaut habe, sag mal E-Mail-Postfach, da hatte ich die Einladung zu einer Klaus Beta. Und zwar zu Arch Age. Und da dachte ich mir, ich könnte darüber jetzt mal ein Let's Play machen. Und hab's mir mal flugs runtergeladen. Was heißt flugs? Das Ganze hat um die 2 Stunden gedauert, weil das ganze Ding ist 23 GB groß. Aber ich habe schon viel Gutes über das Spiel gehört. Dass es auch eine Art Sandbox-Spiel ist. Heißt, ihr könnt da viel selbst bestimmen. Ihr könnt eigene Häuser bauen, eigene Schiffe, eigene Zeppeline, Flugzeuge etc. soll man machen können, wenn es mal komplett fertig ist. Wie gesagt, im Moment ist die Klaus Beta. Ich bin jetzt ein Teil der Klaus Beta Phase 4. Und bevor jetzt die Frage aufkommt, wie komme ich denn da rein, wie kann ich an der Klaus Beta mitmachen? Weil, ich sag mal, auf der Website von den sieht man nur Pakete, die man kaufen muss, damit man spielen kann. Wir sind nicht gerade günstig. Ich sag mal, das Quest ist über 100 Euro und die anderen bewegen sich um die 50 Euro und 80 Euro irgendwie so in der Richtung. Und ja, das ist schon extrem viel für eine Klaus Beta, nur um teilnehmen zu können. Deswegen mein Tipp, registriert euch einfach auf der Seite. Dann kommt ihr automatisch in ein Zufallsgenerationspool, nenne ich das mal. Und wenn ihr Glück habt, dann kriegt ihr eine Beta-Einladung per Mail dann geschickt, wo ihr euch das Spiel runterladen könnt und einen Testzugang bekommt. Ich weiß jetzt nicht, ob man in den nächsten Beta-Phasen dann auch mit einem Testzugang reinkommt oder nur explizit für die, wo man jetzt eine E-Mail für gekriegt hat, wie in meinem Fall vom 22.8. bis zum 27.8. Aber jetzt mal zum Spiel. Ja, ich habe noch nicht so viel drüber gelesen, ist auf jeden Fall auf Deutsch, das ist schon mal sehr schön. Die Grafik ist auch gut, es ruckelt bis jetzt nicht. Es lädt alles ziemlich flugs. Und wie man sieht, es gibt 2 Kontinente, so wie es hier wohl aussieht, oder so wie es Inseln nennen. Und 4 Rassen. Einmal die Nuyan, das sind glaube ich so die Menschen. Eroberer der Kontinente genannt, zu ziemlich spirituelle Kultur. Also sie fürchten schmeichelnd tot. Gibt es natürlich männlich und weiblich. Geschlecht. Dann gibt es die Elfen, die dürfen natürlich nicht fehlen, gehören auch zum Kontinent Nuya. Das Blut des Lebens ist die Ehre und das Blut des Todes ebenso. Okay. So genau wie ich das jetzt gar nicht wissen, aber gut. Nur ein männlicher, na, ich weiß, männliche Elfen sind irgendwie nie so ganz mein Fall. Die weiblichen sind eigentlich immer ganz nett. Was haben wir hier? Das sieht aus wie so eine Tiger-Lady. Kommt vom Kontinent Haranir. Klaue zur Erde, Blut zu Wasser, Fang zu Wind, Fels zu Feuer. Hört sich ziemlich elementar an. Können wir vielleicht Magier oder sowas wählen? Ich habe keine Ahnung. Hier der männliche Part dazu. Ich weiß nicht, irgendwie gefallen mir weibliche Spielfiguren immer besser. Doch, der hat gar nichts an. Ah, da kommt's. Ja, auch die hier, die Haranir. Gehören zum Kontinent Haranir. Passt ja vom Namen schon mal perfekt. Wir mögen uns beugen, aber niemand vermag es uns zu zerbrechen. Das ist doch auch mal nett. Ja, das ist, ich sag mal, die standardasiatische Klasse irgendwie. Was auch immer die können. So, welche Klasse möchte ich denn mal spielen? Ich glaube, ich nehme mal etwas, was ich noch nie gezockt habe. Ich nehme hier mal so eine Katzenlady. Gefällt mir. Erscheinungsbild. Was ist das denn? Ah! Ach du Kacke, wie sieht das denn aus? Ja gut, dann schauen wir doch mal, was können wir denn hier tun? Irgendwie Tiger mit so einem Härchen darum. Irgendwie. Nee, oder? Wer denkt die solche Frisuren aus zu so einem Charakter? Das geht ja noch. Das ist auch in Ordnung.
Seine Palme am Kopf nicht unbedingt, das auch nicht. Ich glaube, das geht eigentlich auch noch so von der Seite. Von vorne sieht es irgendwie ein bisschen komisch aus. Als hätte sich hier vorne die Haare abrasiert. Mal eben das Pony ab, so wupp. Ups. Aber irgendwie ist aber jeder Frisur fast, ne? Ja, außer bei denen hier. Wir haben einen rasierten Schädel immer an der Seite. Ich glaube, ich nehme die eine Frisur hier. Wo haben wir sie? Nein, die war es nicht, die war es auch nicht, die war es auch nicht. Wo ist sie denn? Ist das doof? Hallo? Manchmal stehe ich zwar auf dem Schlauch, aber so sehr kann ich am Schlauch stehen. Wo ist er denn? Ah, hier war sie doch. Ah, Farbe. Vielleicht irgendetwas, was zu ihrer komischen Fellfarbe passt. Wenn sie die Haarfarben hier ein bisschen, ja, was heißt naturgetreuer, aber ich sag mal, Stil ja ein bisschen besser als in anderen Spielen. Die Game sieht doch mal wieder nicht erscheinen. Ich glaube, ich lasse einfach die Farbe, die ähnelt eher der Hautfellstruktur. Oder wie sieht das hier aus? Ja. Gesicht will ich nicht aussehen. Gehen wir mal in die Augen. Standard. Oh, was für Glubscher. Nee. Ist, glaube ich, ein bisschen zu klein. Sieht so ganz nett aus. Die Nase. Stupsnase. Nee. Sind mir direkt die Nasenlöcher. Nee. Jo. Ja, das war mal Standard. Mund. Ist ja auch ein Lächeln. Angela Merkel. Nee. Das geht doch nicht. Angela Standard, glaube ich, am besten aus dem Kopf. Ein bisschen spannender. Huch, was ist denn das vorhin? Kann der dann fliegen? Ich glaube, ich bleibe Standard. So, ne, da mache ich jetzt nicht durch. Ich will ja eigentlich noch ein bisschen spielen. Was steht da unten? Da. Achso, Speicher. Ja, Speicher mal. Wie nennen wir es denn? Hier im Charakter nochmal einen Namen. Tiger Lily. Bestätigen. Ja, super. Ah, da können wir sich was schon bla bla gespeichert. Erfolg habe ich, also das Skillset. Ah, ja, können wir eine Klasse wählen. Kampfeszorn. Skillset. Der Move sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Das Skillset. Kampfeszorn wird durch Kyrios, den Gott der Vernichtung, symbolisiert. Die vernichtenden Angriffe seiner Anhänger bombardieren ihren Feind. Ihre Feinde. Unbarmherzig, bis sie schließlich blutüberströmt auf die Knie fallen und sich dem vernichtenden Sieger geben. Mhm. Gut, Zauberei. Ich hätte ganz gerne, aber ich glaube, das passt nicht zu so einem Tigerchen. Dann haben wir Bogenschießen. Hm. Bogenschießen würde ich eher wieder irgendwelchen Elfen zu holen. Das sieht aus wie Heiler. Vitalismus. Ja. Was ist ein Heiler? Okkultismus.
machen, um das ist Beschwörung etc. Böse Magie. Schattenspiel. Das wird auch passen. Dann wird's eine Meuchlerin. Assassine. Passt eigentlich mehr zu diesem chinesischen Charakter dann. Aber sag mal, warum nicht auch zu ihr? Ich guck nochmal hier eben. Was sieht besser aus von der Optik? Ja, aber das ist wieder, ja, nee, das ist wieder so eine. Zweihandwaffe, finde ich mal doof. Ich glaube, ich nehme mal. Ich mach daraus eine Assassine. Dagger Lily. Mal gucken, ob es den Namen noch gibt. Jo, bestätigen. Yippie! Super! Toll! Und jetzt? So, gehen wir mal schauen. Oh, ja. Hat aber tolle dann richtig schick die Kleine. Start. Mal gucken, was jetzt auf uns zukommt. Das Laden können wir ein bisschen dauern. Hat ja eine Menge Dateien das Spiel. So grafisch eigentlich schon ziemlich bombastisch sein, habe ich in der Ballade eines alten zumindest irgendwo gelesen. Die Ferran, einst Kinder des Sturms genannt. Ferran-Kinder lernen erst zu rennen, dann zu gehen. Für ein so rastloses Volk ist anderes undenkbar. Siedler zeichnen ihr Leben auf oder bauen Häuser, aber nicht so die Ferran. Sie sehen keine Notwendigkeit für Herd oder Heim. Sie brauchen kaum mehr als Fleisch und Tau, um ihren Hunger und ihren Durst zu stillen. Vor Jahrhunderten, als Krieg Auroria entzweite, führte Taiyang die Ferran in die Schlacht. Man sagt, dass die Ebenen in Flammen aufgingen, als sein bester Freund ihn im Kampf besiegte. Als die Ferran aus Auroria flohen, ließen sie ihren Kummer hinter sich zurück. Der Wind ihrer neuen Berge trocknete ihre Tränen. Die unbezähmbaren Katzenmenschen befremdeten andere Siedler, besonders die reichen Harani. Ihr Misstrauen machte Frieden von Anfang an unmöglich. Harani sind nicht sehr gesellig und der Konflikt mit den Ferran war nur eine Frage der Zeit. Auch wenn die Kinder des Sturms öfter siegten, so hatten ihre Feinde ein ganzes Imperium. Ein Imperium, das vor hochentwickelter Technologie und ausgebildeten Kämpfern nur so strotzte. Um so einer Kriegsmaschinerie standzuhalten, mussten die Ferran ihr eigenes Imperium erbauen. Sie nannten es Temi und die Harani erlitten mehr und mehr Niederlagen. Ihre gewandten, grausamen Gegner glichen dem Sturm und die Harani zogen sich zurück. Unterdessen gewöhnten sich die Ferran an ihre Häuser und passten sich den Harani an. Die Harani warteten, bis die Ferran vergaßen, wie der Wind zu kämpfen. Als sie dieses Mal zuschlugen, hatten sie die absolute Übermacht. Das Temi-Reich zerbarst wie Eis und sandte Splittergruppen der Ferran in die Wildnis zurück. Doch Wind hält nicht für immer still. Die Ferran waren wieder Nomaden, denen die Steppe Kraft gab. Sie ließen ihren Kummer in den Ruinen von Temi und der Wind trocknete ihre Tränen. Wie ein Gewitter brachen ihre Stärke und Macht über den Feind herein. Hunderte Jahre vergingen. Seher prophezeiten die Geburt eines neuen großen Mara. Er würde die Ferran zurückführen zu den Ebenen ihrer Ahnen, nach Auroria. So wie es Taiyang prophezeit hatte. Der Schlüssel liegt darin, zu verhindern, dass die Geschichte von Temi sich wiederholt. Erneut die Steppen zu beherrschen, aber nicht mit einem Imperium, sondern wie der wilde Wind. Den Geist von Taiyang zu folgen,
der noch immer in euch allen fortlebt. Okay, kleine Vorgeschichte. Jetzt wollen wir mal spielen. Und es lädt. Mit den Tasten W als D bewegst du deinen Charakter. Mit den Mausbuttons steuerst du Kamera und Blickwinkel. War schon der erste abwesend? Wir drehen uns mal eine Runde. Und schauen mal. Ja, es sieht gut aus. Auf jeden Fall.